Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Anovember in der dritten Staffel. Wir haben ja in der letzten Folge einen klitzekleinen Fehler gemacht und den werden wir in dieser neuen Folge ausbügeln müssen, wohl oder übel. Und da machen wir uns doch so gleich ran. Erst einmal steht uns aber hier ein Erfolgserlebnis bevor, denn wir haben die 500.000 zum ersten Mal geknackt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Was mir jetzt hier aber immer wieder bitter aufstößt, ist die Geschichte hier. Wir haben immer wieder hier zu wenig Öl. Das heißt, da werde ich jetzt mal dagegen vorgehen. Werde ich hier einen Magnetiker hineinplatzieren, der auch schon Öl am Kraftwerk selber herstellt. Und das Ganze werde ich jetzt an jedem Kraftwerk machen, wo ich noch Platz habe für eine Handelskammer. Um einfach hier ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Weil das jetzt schon so oft passiert ist, dass wir hier immer wieder brutalste Schwankungen haben, die halt auch sehr, sehr unangenehme Auswirkungen haben. Und das geht natürlich nicht, ne? Das geht natürlich nicht. Das will ich natürlich hier verhindern und vermeiden. Und deswegen setzen wir uns da auf jeden Fall ran. Wir brauchen hier nochmal eine Route mit Stahl. Beziehungsweise ein weiteres Schiff, das hier Stahl hin und her schippert. Und dann gucken wir mal, wie schaut es eigentlich aus mit der überregionalen Post. Ist die schon angekommen? Ja. Ist schon angekommen, das reicht aber noch nicht. Das ist natürlich schade. Sehr, sehr schade. Promenade. Wie sieht es hier eigentlich aus mit der Post? Ja, geht auch so. Ne? Wir haben auch ein bisschen wenig Lagerplatz für Post. Wir müssen noch ein bisschen mehr Postmodule bauen. Damit ich einfach ein bisschen mehr Post ansammeln kann. Das ist auch noch so ein Problem hier. Das heißt, ich jage jetzt hier einfach neben jedes Rathaus nochmal einen Postkasten. Dann können die hier immer am Sonntag, wenn es zum Kaffeekränzchen am Rathaus geht, gleich ihre Post noch mitnehmen. Damit hier einfach ein bisschen mehr Bewegung drin ist. Und dann kann ich noch hier irgendwo in die Außenbezirke. Da, wo sonst eh nichts mehr reinpasst, kann ich halt auch noch überall die ganzen Postdinger reinhauen. Aber die Produktion an sich sollte eigentlich hoch genug sein. Geht nur um den Lagerplatz auf der Insel lokal. Dass der einfach ausgeschöpft wird. So, das sollte auf jeden Fall besser sein jetzt. Genau, jetzt haben wir 475 Tonnen Lagerplatz. Jetzt kann ich also anfangen, hier die überregionale Post auch so langsam durchlaufen zu lassen. Und dann sollte das eigentlich auch laufen. Dann haben wir hier natürlich immer noch Teppiche und Fälle als Problem, aber darum kümmere ich mich dann ein andermal. Erstmal ist mir hier wichtig, dass der ganze Rest läuft. Wie schaut es aus mit Beton? Genau, Beton wollte ich auch noch machen. Beton wollte ich auch noch machen. Und zwar wollte ich da noch ein Item herholen. Item. Bekonin hatte ich doch gebaut. Da. Den Bekonin, den packe ich jetzt noch rüber. In die Produktionsinsel hier. Und hier hatte ich doch auch noch irgendwo ein Schiff auf Lager. Das ist hier schon wieder vom Winde verweht. Oder ich habe es aus Versehen auf irgendeine Route gejagt. Wie so oft ist mir hier einfach irgendwo ein Schiff abgegangen. Wo ist denn das eine Schiff hin, das ich verwendet hatte? Für die Gegend. Habe ich das auf irgendeine Route gepackt aus Versehen? Ich glaube, ich habe das aus Versehen auf irgendeine Route gepackt, das Schiff mit den Items. Oh nee. Och nö, wie finde ich denn das jetzt wieder? Das finde ich ja niemals wieder. Ich habe irgendwo ein Schiff drauf, das jetzt mit Museums-Items durch die Gegend schippert. Kann das sein? Ah, nein, ich habe es hier. Oh, lol. Das hier rüber geschippert zum Item kaufen. Mann. Mistakes have been made. Ja, nun. Aber immerhin haben wir den Fehler gefunden. Immerhin haben wir ihn noch gefunden, bevor er sich noch gravierender hat auswirken können.
Und jetzt kann ich eigentlich auch hier noch weitere Investoren-Items holen, auch schon für die andere Insel. Dann kann ich da nämlich auch schon mal anfangen, vom Kaufhaus zu profitieren. Steepton, genau. Kann ich da auch schon mal Sachen noch rüber schicken? Aber ja, das wird auf jeden Fall eine knackige Geschichte, ey, ich sag's euch. Hier ist noch gar nichts safe. Aber man merkt, die Post funktioniert auf jeden Fall. Man merkt das einfach an der Einwohnerzahl. Sobald die Post mal flutscht, geht es halt direkt mal um 100.000 hoch oder runter. Und wir kommen halt langsam auch in einen interessanten Bereich. Sich der Million annähernd, da wird es halt dann schon auch schnell knusprig. Düm, 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 düm. Und dann schicken wir dich auch noch nach Steepton und dich nehmen wir auch noch mit. Okay, zwei Items nur noch, das passt. Hier können wir noch Bücher holen. Immer rein in die Bücher hier. Wunderbar, ab nach Crown Falls. Und wir sind auf dem Weg zu 600.000. Aber wir haben ein Betonproblem. Und das Betonproblem werden wir gleich lösen. Hoffentlich. Indem wir hier nämlich noch ordentlich dazu produzieren. Das können wir hier noch verbinden. Den hier müssen wir noch an die Straße anschließen. Und hier müssen wir jetzt mal gucken, dass ich das Ganze hier vernünftig eingebaut bekomme. Bekonin, genau. Mit Bekonin sollte das laufen, dass die hier auf null Arbeitskräfte gehen. Und mit null Arbeitskräften wiederum kann ich hier dann einfach noch ein bisschen was zubauen. Den hier können wir noch verschieben. Den hier auch. Den hier noch runter. Hier kann ich noch was an die Seite packen. Da unten könnte ich sogar auch noch was hinpacken. Keine Ahnung, ob das hier dann noch Stromanschluss bekommt. Das sehen wir gleich. Ja, kriegt hier sogar noch Strom, nur der hintere nicht. Aber so kriegen wir hier auch sogar noch weitere drei Betonwerke angeschlossen. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Sehr gut. Okay. Damit kriegen wir jetzt ja auch noch volle Kanne Beton hergestellt. Beton müsste auch geboostet sein. Wunderbar. Das passt, dann haben wir auch hier schon Beton. Hier kann ich mir noch weitere Items abholen. Dann habe ich hier schon mal das Jutra-Set komplett. Dann kann ich das hier auch schon mal ausstellen. Auch ein weiterer wichtiger Schritt hier. Und auch das nächste Set hier müsste gleich da sein. Das Imperiale. Okay. Wie schaut's aus? Wir brauchen Kaffee, Kekse, Cognac. Kaffee, Kekse, Cognac. Da haben wir doch hier bestimmt gleich noch ein Buch da. Also, Fertigungsstraßen, Manufakturen. Alle Manufakturen plus 45% und alle Manufakturen plus 75%. Sehr schön. Dann habe ich hier auch schon mal eine deutliche qualitative Verbesserung. Wie schaut es aus? Cognac, Cognac, Cognac. Müsste doch jetzt eigentlich mehr als passen. Ja, passt auch. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach noch Trauben rein. Machen auf dieser Insel hier im großen Stil Trauben und schicken die rüber. Das heißt, ich brauche hier noch ein bisschen Depots. Brauche hier auch noch eine gute Anlegestelle. Und eine gute Anlegestelle muss ich auch noch erforschen, dass ich da noch ein paar mehr habe. Dann brauche ich nämlich auch nicht so viele zu bauen. Ja, aber ich habe noch eine gute. Wieso klappt das nicht?
Ah, kein Stahl. Okay, dann muss ich hier noch Stahl holen. Stahl holen, Stahl holen, Stahl holen und eventuell auch noch weitere Items. Und zwar, oh, kann ich noch Zucker hier, Zuckerbücher mitnehmen? Oh ja, Zitrusfruchtbücher und habe ich noch irgendwo Zuckerbücher? Zucker, 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 ja, Zuckerbuch, sehr gut, nehmen wir auch mit. Die nehmen wir mit und dann brauche ich noch was für die ganz normalen Farmen. Da habe ich aber aktuell nichts da. Okay, dann nehme ich noch ein bisschen Stahl mit, eine Ladung Stahl noch. Stahl, 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 genau, wunderbar. Packen wir mit drüber, Abfahrt. Sehr gut. Dann habe ich hier immer noch keine Items für die Kraftwerke. Das ist auch noch so eine Baustelle. Ich habe aktuell irgendwie 50 Baustellen gleichzeitig. Aber das ist halt so jetzt. Da muss ich jetzt durch. Im Schlussspurt müssen alle Baustellen gleichzeitig bearbeitet werden. Aber es geht ja auf einwohnertechnisch trotzdem stetig nach oben. Geht ja trotzdem stetig nach oben hier. Den nehmen wir noch mit. Okay. Okay, den nehmen wir auch noch mit. Ich hoffe halt auch einfach, dass die Häuser, die ich gebaut habe, reichen. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Plan. Was ist, wenn mir die Häuser nicht reichen? Aber müsste eigentlich. Und da habe ich, glaube ich, gerade mehrfach das Kraftwerk-Item überrollt. Aber überrollen ist halt auch meine geheime Fähigkeit. Die habe ich jahrelang geübt und perfektioniert. Mittlerweile kann man wirklich schon Jahre sagen. Seit 3 Jahren bin ich professioneller Item-Überroller. Das ist tatsächlich mein Beruf. Also eingetragen mit allen Markenzeichen und hast du nicht gesehen. Geht komplett rein. Geht einfach komplett rein. Gut, dann brauchen wir hier noch einen Polier, eigentlich nicht, ich nehme ihn trotzdem mal mit. Ich brauche ja eigentlich noch einen Magnetiker, aber der ist jetzt natürlich relativ selten, sobald die Hochhaus-Items reinkommen. Also eigentlich muss man solche Items, oh da ist doch einer, vorher rollen, bevor man auf die Hochhäuser hochgeht, weil danach der Itempool halt ein bisschen kaputt ist. Das heißt, ein paar Items, Bäcker, Magnetiker, Elektroingenieur und so weiter, wenn man die nicht forschen will, sondern einkaufen will, sollte man auf jeden Fall machen, bevor man die Hochhäuser macht. Sonst wird's nervig. Ja, passt schon. Passt schon. Okay. Dann können die hier schon mal wieder rüber. Hier kann ich mir schon mal das nächste Set abholen. Sehr gut. Und hier kann ich auch schon mal das Museum erweitern. Wo habe ich denn das Museum hier hingepackt? Hier. Ah, ich habe hier noch gar kein Museum. Das sind ja noch die anderen Dinger. Okay, dann mache ich hier noch ein Museum rein. Museum, 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 Museum. Und da packe ich noch ein bisschen den Platz weg. Da packen wir auch eine Straße hin. Und hier packe ich das Jura-Set rein. Wunderbar, nochmal mehr Zufriedenheit. Dann haben die hier nicht so eine schnelle Ausrastungsgeschichte. Wow, Ausrastungsgeschichte. Ein tolles Wort, das natürlich jeder kennt. Ja, aber sollte auf jeden Fall helfen. Dann können wir hier mal Kohle noch machen. Einfach so. Kohle, 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 genau, wunderbar. Der hier braucht noch einen Straßenanschluss. Und die brauchen noch eine kleine Upgrade-Party. Wunderbar. Dann haben wir hier so langsam noch das nächste Kaufhaus, das wir bauen sollten. Das müssen wir ungefähr so, ungefähr, keine Ahnung, hier mal reinhauen. Hier in die Ecke. Ja, die ganze Geschichte hier ist nicht schön geworden.
Aber wie gesagt, wegen schönen Baupreisen ist das Ganze hier auch nicht gemacht. Hier geht es ums Einwohnerpushen. Okay. Dann machen wir noch das eine Kaufhaus drüber und das andere packen wir dann auch noch hier mit rein. Verschieben wir hier noch. Sehr gut. Zack, fertig. Dann habe ich das auch schon mal. Als nächstes machen wir statt Zement hier Kohlefäden rein. Wunderbar, das passt auch. Hier kommt noch das nächste Set rein. Wunderbar. Dann haben wir hier nämlich auch nochmal weniger Krankheitsgefahr, Aufstandsgefahr und so weiter und so fort. Macht einfach die ganze Stadt nochmal sicherer. Kleine Upgrade-Party, immer rein. Okay, dann, was brauchen wir hier? Zucker, ja, Zucker, Zucker. Zucker sind wir gleich dabei. Das war die Geschichte hier. Hier noch die verbesserte Anlegestelle, damit die hier komplett abräumt. Und dann kann ich nämlich hier für den Zucker sorgen. Und sogar noch für ein bisschen Zitrusfrüchte auch noch. Zusätzlich. Und hier einmal Lagerhaus, 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 Lagerhaus. So, dann brauche ich hier eine Route. Von hier nach dort mit Zucker. Und mit Zitrusfrüchten. Zucker, 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 Zucker. Wo ist hier der Zucker? Zucker, da. Genau, dann haben wir hier auch schon mal die Route. Und das Ganze sollten wir aber dann natürlich noch ein bisschen in der Schlagzahl erhöhen. Dass ich hier einfach noch ein bisschen mehr herstelle von dem ganzen guten Zeug. Hier brauche ich auch noch mal einen kleinen Ausbau. Sehr gut. Und dann kann ich nämlich hier auch noch reingehen und in die Traubenproduktion reinfahren. Des Weiteren kann ich hier natürlich auch noch einen Palast, ein Regionalministerium bauen. Damit das Ganze auch noch läuft. Sehr gut. Okay, hier kann ich wieder ausbauen. Stufe, wo ist denn hier noch ein Stufe 1? Hochhaus hier. Und da auch nochmal eine dicke, dicke Upgrade-Party machen. Ach du Heilige. Das waren jetzt richtig viele Häuser nochmal. Okay, die große Weltausstellung läuft auch. Das ist schon mal sehr gut. Das funktioniert. Und dann kann ich nämlich hier reingehen. Und einmal den Elektroingenieur und den Magnetiker lösen. Und dann auch meine gesamte Ölproduktion nochmal ein bisschen entlasten. Beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht die Produktion. Die Produktion ist ja in Ordnung. Es geht nur um die Verteilung, die nicht in Ordnung ist. Und die beiden Schiffe können auch nochmal hier runter. Und auch schon mal erste Hochhaus-Items liefern. Okay, sehr gut. Oh, hier funktioniert schon die erste Geschichte. Das erste Kaufhaus funktioniert schon mal. Damit funktionieren auch schon die ersten Kaufhaus-Items. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir werden hier noch sehr viel mehr brauchen, um das alles abzudecken. Das wird auf jeden Fall auch noch eine Aufgabe der nächsten Episoden. Tja. Ja, ja. Wie schaut es hier aus mit der überregionalen Post? Die wird wahrscheinlich nicht laufen. Ja, es ist einfach zu wenig. Es ist einfach zu wenig, was wir hier produzieren, leider. Wir produzieren hier, wie viel Post produziere ich denn? 39 Tonnen. Ja, es ist ein Jammer. Es ist wirklich ein Jammer. Lokale Post. Na, wir brauchen halt 61 Tonnen. Wir brauchen 61 Tonnen. Nicht wahr? Gucken wir mal, oder? Wie viel brauche ich hier? Wie viel brauche ich hier? Überregionale Postnachfrage 45 Tonnen. 45 Tonnen. Dann gehen wir hier rein. Wie viel wird hier produziert?
39. Okay, nee, es ist gar nicht mal so schlimm. Das ist gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Ah, es muss halt trotzdem funktionieren, ne? Das heißt, wir müssen ja noch ein bisschen Einwohner erhöhen. Wir müssen ja noch ein bisschen die Einwohnerzahl erhöhen. Oh, ich sehe aber auch hier, wir sind unterversorgt. Unterversorgt. Das sollte sich natürlich auch schleunigst ändern. Das heißt, wir sorgen hier dafür, dass die Produktion läuft. Also, wir brauchen Ponchos. Was kann ich für dich tun? Okay. Schluck Wasser trinken. Moment. Muss auch mal sein. So. Und dann machen wir hier noch mehr Ponchos. Und eventuell machen wir noch mehr. Was brauchen wir denn noch alles? Ja, da ist natürlich die Hacienda nicht gut bei. Oh ja, Essen fehlt auch hier. Generell einfach die gesamte Produktion hier nochmal erhöhen. Weil jetzt so viele Einwohner hier gepusht. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Aber das muss hier natürlich auch nochmal alles anders laufen. Einer mit. Sehr gut. Okay, das passt, das passt. Das passt auch. Wie schaut's aus vom Verbrauch her? Also, wir haben genug Kaffee immerhin. Wir haben 12 Tonnen Zucker. Wow. Okay, gar nicht mal so wenig. Wir haben genug Ponchos. Das passt alles. Wir haben genug Tortillas. Wir haben nicht genug Brauereien. Wir müssen noch viel mehr Brauereien machen. Was mich dazu bringt, wir könnten auch hier noch Ethanol herstellen. Wir könnten hier noch easy Ethanol herstellen. Und den könnten wir dann noch verschiffen in die andere Insel. Das trifft sich eigentlich sehr gut hier. Und zwar machen wir den hier so. Und dann brauche ich hier noch das eine Item. Oder habe ich auch noch ein Item reingehauen? Aber ich brauche hier noch ein neues Item. Und zwar brauche ich hier das Ethanol-Item. Genau das. Nehmen wir noch ein paar andere Items mit, die ich hier noch so finde. Vielleicht noch ein Feras überrollt. Das war nicht so gut. Aber dann kann ich nämlich hier eine Sache machen. Und zwar Ethanol für die andere Insel herstellen. Das wird absolut fantastisch. Absolut fantastico. Die Hüte bringen auch wieder Obreros. Okay. Können hier noch ein Boxing-Match machen. Dann sind die auch glücklich. Why not? Machen wir. Eieiei, 600.000, aber nicht stabil. 100 potenzielle Obreros, ey. Wahnsinn. Und denen auch mal die Post erlauben hier. Die verbrauchen ja nichts wahrscheinlich. Die verbrauchen ja wahrscheinlich nichts. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen mehr Alpaka-Dings. Machen Hüte. Machen wir hier noch volle Kanne Alpaka, Alpaka, Alpaka. So, und dann machen wir hier nämlich... Ah, nein, da braucht man Baumwollstoff. Ja, never mind. Ganz vergessen, dass man da noch Baumwollstoff braucht. Hatten wir nicht irgendwo als Abfallproduktion auch Hüte mal dabei? Irgendwo gab es doch mal als Abfallproduktion Hüte. Oder Melonen nennt man die, glaube ich. Genau, hier beim Schneidergeschäft. Und auch hier beim Franke. Und auch hier... Lady Jane Smith. Die könnten wir eigentlich auch mal bauen. Ich habe halt keine Webereiverbrauch mehr. Das ist das Problem. Okay, bauen wir die beiden mal.
Das Problem ist, ich habe halt keinen Verbrauch mehr, dadurch, dass ich keine Arbeiter mehr habe. Das heißt, ich kann halt auch keine stetige Abfallproduktion bewerkstelligen, die halt zu einer Versorgung führen würde. Naja, gucken wir mal. Wir haben jetzt zwei Inseln in der neuen Welt, die hier Post anliefern. Das müsste eigentlich klappen. Eigentlich müsste das ausreichend sein. Hoffe ich. Zumindest. Und hier muss ich wahrscheinlich auch noch mehr Postkästen machen. Das ist so meine Vermutung. Gucken wir mal. Post, Post, Post. Ja, ja, ja. Ja, müssen mehr Post machen. Okay, das heißt, habe ich Aluminium da? Wahrscheinlich schon. Ich hoffe. Wäre gut. Dann kann ich nämlich noch neben einzelne Rathäuser noch mehr Poststellen aufmachen. Und hier auch einfach nochmal den Lagerplatz erhöhen. Hier nochmal und da. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ihr wollt doch bestimmt auch noch ein bisschen Post hier haben. Und ihr und ihr. Und du hast doch auch bestimmt noch nicht deine Post abgegeben. Du kriegst auch nochmal eine Poststelle. Okay. Das sollte schon besser ausschauen. Dann haben wir hier nämlich 400 Tonnen. Und dann kann ich nämlich diese zwei Routen hier auch schon mal umformieren. Da, wo wir jeweils die kleinen haben, können wir jetzt die großen benutzen. Die großen Schiffe. Massiven Postschiffe hier, genau. Dass die sich hier schon mal aufteilen. Dann passt das. Wieso scheitert es hier gerade bei den Fenstern? Woran liegt das? Wir haben genug Holz, wir haben genug Glas, also haben wir nicht genug Fensterfabriken. Fensterfabriken sollten eigentlich nicht das Thema sein. Eigentlich. Schauen wir mal, was wir hier für die Fenster noch da haben. Nur ein Ferras, aber das reicht. Und dann mache ich nämlich noch hier mehr Beton rein. Mit Hilfe der MacIver. Die bringt mir hier direkt Strom. Und dann kann ich hier einfach direkt reingehen. Und genau das bauen, was ich brauche. Hier ist sogar noch Strom. Wahnsinn. Wahnsinn, was für eine Reichweite das erreicht mit der Zeit. So, dann bauen wir das hier aus. Da kommt noch hier Hof. Hier kommt noch ein Ferras rein. Dann sparen wir uns noch Arbeitskräfte ein mit der schönen Glocke. Und hier wiederum habe ich jetzt auch endlich Baustoffe, um mir ein Regionalministerium zu bauen. Das kommt hier schön mit ich hin. Und gibt mir hier noch Zusatzwaren von Farmen. Kann ich da nämlich noch ein bisschen mehr rausholen. Und dann machen wir hier noch ein paar Depots rein. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen. Ja, und hier klatsche ich einfach noch ein bisschen was hin. Dass das passt. Und dann kommt hier eine Handelskammer rein. Mit Trauben. Und die Trauben, die könnte ich vielleicht, ich könnte das vielleicht sogar noch so machen, dass ich das Ganze so mache, dass es für Faule geeignet ist. Also für mich. Und zwar so. Ein Feuer ist ausgebrochen. So, dass ich das Ganze hier zur Seite wegkopieren kann. Genau. Dann kann ich nämlich hier den hier machen. Und
und den hier einfach drüber kopieren. Wunderbar. Ja, das hier klappt jetzt leider nicht. Machen wir einfach so. Und den hier so. Und dann klappt das. Ah, ich brauche hier noch mehr Baustoffe, damit das Ganze noch flutscht. Aber alles in allem bin ich eigentlich zufrieden. Alles in allem bin ich hier eigentlich zufrieden. Machen wir das hier noch so. Dann machen wir hier noch ein paar Lagerhäuser. Und dann fülle ich das Ganze hier noch ein bisschen aus. Dann haben wir hier einfach nochmal eine Traubenproduktion auf ganz entspannter Basis. Ganz, ganz locker flockig weg. Das sollte auf jeden Fall für den Cognac reichen. Und außerdem sind wir mittlerweile bei 620.000 Einwohnern. Also es geht alles in die richtige Richtung hier. Und dann kann ich hier nochmal eine Route machen von hier nach dort mit Trauben. Und ich muss dann später halt noch gucken, dass ich da noch Zucker herstelle über die Trauben. Weil den Zucker wiederum, den brauche ich auch hier für die Kaufhäuser, dass das hier alles läuft. Und ich brauche noch Messing. Wo kann ich denn den Messing reinhauen? Ich glaube bei den Konserven. Konserven brauche ich jetzt erstmal keine mehr. Das heißt, ich nehme stattdessen noch Messing mit. So sehe ich hier Messing nicht. Ja. Okay, wunderbar. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Machen wir für den Abschluss des Ganzen heute noch eine schöne Upgrade-Party. Ja, Rainer. Okay, wie ist hier das Einwohnerpotenzial? 299.000. Also wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich habe hier noch nicht mal angefangen mit Teppichen und sonst irgendwas. Das kommt alles, sobald hier die Insel steht. In diesem Sinne, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.